Hallo liebe Musikfreunde, herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Timo Meyer und ich möchte euch heute einmal zeigen, wie man ein 76-Tasten-Zusatzmanual an ein ORX1-Keyboard anschließt. Es ist nämlich nicht alleine mit dem Anschluss getan, sondern man muss es dann auch konfigurieren. Das heißt, man muss dem ORX1-Keyboard mitteilen, Achtung, du hast jetzt ein zweites Manual, bitte werte das auch so aus. Leider gibt es hierüber keinerlei schriftliche Dokumentationen. Die Konfiguration, die müssen wir dann meistens vornehmen oder dem Kunden dann eine Anleitung geben, wie er das machen kann per Telefon oder per Teamviewer. Und deswegen mache ich heute mal dieses Video für euch. Es ist nämlich gar nicht schwer. Wir haben ein Serviceprogramm. In jedem ORX-Instrument ist dieses bereits installiert. Und mit diesem Serviceprogramm kann man die Konfiguration ganz einfach vornehmen. Das Serviceprogramm beinhaltet noch ganz andere Dinge und Möglichkeiten, aber dazu werde ich dann später nochmal ein separates Video aufnehmen. Ja, nun wünsche ich euch dann erstmal viel Spaß beim Zuschauen. Wenn ihr nach der Anleitung das Manual konfigurieren wollt, dann wünsche ich euch dazu natürlich viel Erfolg. Also, viel Spaß! Nachdem nun alles wieder zusammengebaut ist, schalten wir das Keyboard ein und wenn wir uns nun im Spielmodus befinden, gehen wir oben rechts auf Einstellungen. Hier öffnet sich nun das Einstellungsmenü und wir gehen auf den rechten Pfeil, dass wir eine Seite nach rechts kommen und hier den Button Globale Einstellungen drücken. In dieser Rubrik finden wir nun den Button Service, da auch bitte einmal draufklicken. Dann wird das ORX-Programm beendet und es wird das Service-Programm gestartet. Sollte dies nicht funktionieren, kann man das Service-Programm auch von Hand starten. Das geht wie folgt. Dann bitte einmal auf Einstellungen gehen.
dann unten auf OAX Software beenden. Dann wird das OAX Programm beendet. Ich habe jetzt den normalen Windows Desktop. Hier haben wir ein Windows 11. Einmal auf das Windows Symbol unten und dann den Explorer öffnen. So, das Fenster mache ich hier mal ein bisschen größer. Hier finden wir nun links den Eintrag lokaler Datenträger, mit einem Doppelklick öffnen, und dort gibt es den Ordner Installversi, auch den mit einem Doppelklick öffnen, und in diesem Ordner befindet sich das Versi Service Programm und das auch mit einem Doppelklick öffnen. Das Service Programm ist nun geöffnet, wir haben die Sprache Deutsch und dabei bleiben wir auch, wir gehen auf Weiter. Und hier kann ich alle möglichen Sachen anklicken und abhaken. Wir brauchen hier den ersten Eintrag Instrumententyp reparieren. Dort bitte einmal ein Häkchen setzen und dann auf Weiter klicken. Hier wird nun abgefragt, was habe ich für ein Instrument. Wir haben ein OAX1. Auch hier das einmal anwählen und wiederum auf Weiter klicken. Nun die Frage: Ist ein zweites Manual angeschlossen? Da machen wir einen Klick bei Ja und dann auch wieder auf Weiter. Die nächste Frage ist nochmal, ob ein Fußpedal angeschlossen ist. Wenn keins dran ist, kann man Nein antworten. Man kann aber auch 17 Tastenpedal anwählen. Falls man sich das mal zulegt, muss man das dann nicht nachkonfigurieren. Das ist also nicht schlimm. Dann wieder auf Weiter und zum Abschluss werde ich hier gefragt, Versi OAX Software direkt starten. Und dann auf Fertigstellen. So, das OAX wird jetzt neu gestartet und somit ist die Konfiguration des 76-Tasten-Manuals abgeschlossen. Das Manual vom OAX1 ist nun nicht mehr gesplittet, sondern das, was früher auf dem linken Split war, das ist nun auf dem unteren Manual, also auf dem Zusatzmanual. Das Keyboard ist nun praktisch zur vollwertigen Orgel geworden. So, das war dann erstmal alles zum Thema Zusatzmanual und OAX1. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr immer über unsere neuen Videos informiert sein möchtet, dann abonniert einfach den Kanal. Ich freue mich drüber. Also bis dahin, alles Gute, euer Timo Meier.